Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Klerik und ihr seid hier auf meinem Krypto-Kanal. Ich wollte heute eigentlich gar kein Video machen, weil es eh ein Feiertag ist, aber jetzt, wo ich gerade am Rechner sitze und mir die ganzen Kurse anschaue, fällt mir auf, dass wir hier gerade in einem sehr kritischen Bereich sind, der positiv, aber auch negativ sein kann und deswegen wollte ich doch mal darauf eingehen. Wir sehen hier, dass wir hier aus dem Dreieck nach unten ausgebrochen sind mit dieser starken, starken, langen roten Kerze. Die ist aber gar nicht dem DeFi-Chain geschuldet, sondern dem Bitcoin. Das war hier dieser starke Abverkauf, nachdem der Optionshandel diese 48.000 hier erreicht hatte und das abgerechnet wurde. Danach kam ein riesen starker Abverkauf und das haben wir dann gestern Abend hier gesehen. Und das war auch das, was jetzt den DFI hier nach unten getrieben hat. Wir können hier sehen, 18 Uhr. Und auf jeden Fall, als wir dann uns geschafft haben, aber auf dem nächsten Support von 3,25 Dollar zu halten, sah das sehr, sehr gut aus. Und dann ein bisschen hin und her gespielt zwischen Support und Resist und dann endlich geschafft, um 15 Uhr heute hoch zu verkaufen. Das Problem war aber, dass dann aber direkt die Abverkaufskerze kam, hat aber geschafft, hier abzustoßen und direkt wieder zurückzukaufen, was erstmal ein gutes Zeichen ist. Aber wir haben das Schlimmste noch nicht überstanden. Solange wir noch keinen festen Schlusskurs haben über dieser Grenze von 3,40 Dollar, ist dieser Support noch immer kein Support. Wir können sehen, dass wir eine schöne grüne Kerze hier nach oben hatten, ein Wick bis zu 3,56 Dollar, aber sie hat hier unter der 3,44 Dollar geschlossen und hat aber keine Follow-up-Kerze. Also die nächste Kerze ist leider noch nicht grün geworden, sondern hat direkt wieder abverkauft. Und direkter Abverkauf heißt einfach, dass dieser Resist einfach immer noch zu stark ist. Deswegen schauen wir uns einfach mal die kleineren Zeitframes an. Wir können sehen, als wir hier wieder hochgekommen sind, waren wir wieder in unserem sehr starken dann Resist-Bereich von 3,40 Dollar, haben darauf abverkauft, auch Anschwung geholt nach unten durch, haben mehrmals versucht, diese 3,40 Dollar zu knacken von unten, hat es nicht geschafft und irgendwann sind wir endlich durchgebrochen. Dann nochmal ein kurzer Abverkauf auf die nächste hier, 3,35 Dollar, da wieder Anschwung geholt und dann ging es endlich höher. So, das Problem ist aber, dass diese beiden Kerzen hier einfach nicht zählen, weil das ein Hoch war und direkt wieder Abverkauf. Das heißt, der Kurs ist hier geblieben und wir haben hier keinen Schlusskurs über dem letzten Hoch gehabt. Das letzte Hoch war hier vorne, unsere grüne Kerze und der Schlusskurs müsste über der 3,45 Dollar sein und wir sehen hier, wir haben keinen Schlusskurs. Diese Kerze hat ein bisschen tiefer geschlossen, die nächste war eine rote Kerze und dann als ein Schlusskurs drüber war, wurde die aber direkt wieder abverkauft. Das heißt, wir haben immer noch keinen Schlusskurs über dieser höchsten grünen Kerze und deswegen ist dieser Kurs über diesen Bereich von 3,44 Dollar noch nicht drüber gekommen. Das Gute ist, dass wir unseren starken Support immer noch hier bei 3,39 Dollar haben. Das heißt also jetzt, wo diese Kerze hier nach oben versucht hat, nochmal diesen Support durchzubrechen und abgewiesen wurde, könnte es sein, dass ein weiterer Abverkauf erstmal kommt. Ob jetzt hier vorne schon stehen bleibt oder hier zur nächsten fährt, weiß ich natürlich nicht. Aber grundsätzlich ist das jetzt erstmal eine kritische Phase für den DeFi-Chain. Und wenn das jetzt hier wirklich klappt, nach unten durchzufallen, dann könnte das hier sogar eine Schulter Kopf-Schulter werden und dann könnten sogar tiefe Kurse von ungefähr 3,25 Dollar wieder drin sein. Hoffen wir nicht, dass er hier durchfällt. Hoffen wir, dass wir sich hier ein bisschen schafft zu stabilisieren. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön, weil wir dann vielleicht die Möglichkeit hätten, mal wieder hier oben die 3,75 Dollar anzutesten. Jetzt gerade sind wir aber immer noch in einer Seitwärtsrange. Wir sehen hier, dass wir aus dieser Range von oben 3,75 Dollar und hier unten 3,16 Dollar immer noch nicht geschafft haben auszubrechen. Wir haben ein paar Mal hier versucht rauszuverkaufen, wurde aber direkt wieder reinkauft. Also diese Kerzen hier, die zählen nicht. Nur die Wicks kann man hier nehmen. Und deshalb denke ich, wir sind immer noch in einer starken Range. Aber wenn ich mir jetzt mal den Daily Chart angucke, bin ich zurzeit ein bisschen bullish, wenn eine bestimmte Sache passiert. Und zwar hier vorne. Unsere tiefste rote Kerze ist ja diese hier vorne. Viele würden sagen, ne, Klerik, was laberst du für einen Mist? Die tiefste rote Kerze ist diese hier, weil sie hier unten ihren Wick hat. Aber nein, wir haben die tiefste rote Kerze hier vorne. Ich mache das mal ein bisschen größer, damit ihr das besser sehen könnt. Und zwar unsere tiefste rote Kerze war die hier mit dem Wick auf ungefähr 3,38 Dollar. Und nach dieser Kerze hatten wir keinen einzigen Schlusskurs, also keinen einzigen nachhaltigen Schlusskurs mehr unter dieser Kerze.
Und zwar sehen wir es hier so, das wäre unsere tiefste rote Kerze, dann ging es wieder hoch, dann hatten wir einen Schlusskurs bisschen tiefer als diese Kerze hier, aber dann kam direkt wieder die Kerze nach oben, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben. Also wir können sehen, wir haben hier die ganze Zeit diesen Schlusskurs nicht geschafft zu brechen. Dann hatten wir einen Doji-Hammer, noch einen Invert-Hammer. Und jedes Mal ist dieser Schlusskurs hier angehalten. Und dann war unsere erste Kerze nach unten, hier vorne. So, diese Kerze nach unten zählt aber leider nicht als tiefste rote Kerze, weil auch wenn dieser Schlusskurs hier gebrochen wurde, waren nach diesem Schlusskurs sehr, sehr viele Wicks hier nach unten, die alle quasi diese Kerze nur unterstützt haben. Und solange denn diese rote Kerze einen Wick von hier unten nicht unterschreitet, bleibt das hier die tiefste rote Kerze. So, das heißt, unsere tiefste rote Kerze endet hier bei 3,56 Dollar und diese 3,56 Dollar müssen wir immer noch im Tagesschart nachhaltig nach oben verlassen. Das heißt, diese grüne Kerze, die jetzt gerade hier unsere Vorgängerkerze versucht nach oben hier zu schließen, die wird Auskunft darüber geben, ob wir endlich hier eine Trendwende geschafft haben. Weil diese Kerze muss jetzt, oder muss nicht diese, kann auch den nächsten Tag oder übernächster Tag, muss auf jeden Fall mal über der 3,56 Dollar schließen, über unserer tiefsten roten Kerze. Und erst wenn wir schaffen, hier drüber zu schließen, deswegen haben wir hier auch unseren Abpraller gehabt und jetzt wieder ein bisschen runterverkauft. Also der Tag ist ja noch nicht zu Ende, wir haben jetzt noch 4 Stunden Zeit, aber ich glaube zwar nicht, dass wir in dieser Kerze schaffen, jetzt hier rüber zu kommen, aber sollte das passieren, dann wird es ein sehr, sehr bullisches Signal sein für diese ganze Formation, weil wir dann unsere erste Tageskerze nach so langer Zeit hätten, die endlich mal die tiefste rote Kerze drüber geschlossen hat. Ja, das heißt also, wir hoffen und bangen, gucken uns an, was jetzt den Rest des Tages passiert. Sollte jetzt endlich dieser Hochkauf stattfinden, dann wird das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wenn es aber wieder runtergeht und nur ein weiterer Wick wird, wie diese ganzen Wicks, die wir hier vorher hatten, dann hat sich am Kurs leider nichts verändert, auch wenn wir jetzt erstmal hier eine schöne Aufwärtsbewegung gesehen haben. Also von den Wellen her aus gesehen ist es ein sehr, sehr gesundes Ding gewesen, aber wir können auch sehen, dass die Hochs immer, immer flacher werden. Das heißt, hier fängt der Kurs schon wieder an zu schwanken, was so ein bisschen schade ist. Aber naja, wir gucken an, einfach in welche Richtung es weitergehen sollte. Sollten wir im Tageschart endlich schaffen, hier oben drüber wegzubrechen, über der 3,56 Dollar, dann bin ich auf jeden Fall sehr, sehr bullisch, was den DeFi angeht. Schauen wir uns noch einmal kurz den Bitcoin an. Hier vorne der Wick, der hat ja schon verraten, quasi, dass wir uns hier einen schönen Support geholt haben. Sind dann also in dieser sehr, sehr starken Supportbox hier einmal gegengewickt und auch hochgelaufen. Dann sind wir sogar in diese Resistenzlinie um die 48.000 herum reingelaufen, was auch das nächste Ziel war. Aber ich habe ja gesagt, hier ist nur weil wir hier reinlaufen, das sagt erstmal gar nichts. Wir müssen hier drüber schließen, nachhaltig drüber schließen, uns hier Support holen, um weiter höher zu gehen. Dann ist es erst bullisch für den Bitcoin, haben wir nicht geschafft. Wir sind hier direkt abverkauft und haben diesmal auch in unserer Supportbox einen richtigen Schlusskurs gehabt. Das war sehr, sehr wichtig. Habe ich ja hier an dieser Stelle schon mal gesagt, dass das sehr, sehr wichtig ist, hier einen richtigen Schlusskurs in der Supportbox zu haben. Erst dann kann der Kurs auch wirklich nachhaltig nach oben gehen. Haben wir gemacht, direkt an unserer schrägen Linie und in dieser Supportbox einen Anschwung geholt und jetzt geht es gerade wieder nach oben. So, was passiert jetzt in Zukunft? Immer noch sind wir hier in einer Abwärtsbewegung. Das heißt also, solange diese schräge Linie noch nicht nach unten durchbrochen wurde, ist es alles noch positiv. Aber wir müssen erstmal ein paar Schlusskurse machen. Erster Schlusskurs über der 48.600, der ist sehr, sehr wichtig. Zweiter Schlusskurs über der 52.000, der ist sehr wichtig. Und dann kann das erst hochgehen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier schaffen, durchzubrechen und bei 52.000 wieder abprallen, dann ist es sogar möglich, dass wir diese ganze Strecke wieder zurückmachen und sogar hier unten auf 44.000 kommen. Wir werden also diesen Bitcoin-Chart weiter beobachten. Sollten wir hier oben also abprallen und nochmal umdrehen, dann ist es wahrscheinlich, dass wir nochmal diese Box anlaufen. Und wenn wir hier oben schaffen, durchzubrechen, dann wären halt die nächsten Resistenzen, die sehr stark sind, die 50.000 und die 52.000. Wer mein Video von heute Morgen verpasst hat, hier vorne, klickt einmal nochmal drauf, dann könnt ihr euch das nochmal kurz ansehen und auch am Gewinnspiel teilnehmen. Ich verlose da ein paar DFI und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Macht's gut!